Mich hat es besonders berührt, als ich eine Patientin tatsächlich diagnostiziert habe und ihr mitgeteilt habe, dass sie einen Autismus hat, habe ich das auch erstmal so ein bisschen mit ihr besprochen, welche Folgen das wahrscheinlich für ihr Leben hat. Und die Patientin hat dann wirklich angefangen zu weinen und war dann so dankbar, weil sie gesagt hat, Mensch, sie ist ihr Leben lang nicht verstanden worden. Und jetzt hat sie das Gefühl, da ist jemand, der weiß, was in ihr vorgeht und welche Schwierigkeiten sie hatte. Und das fand ich sehr berührend, muss ich sagen.